Nach den ersten zwei Wochen meiner Ferien in der Schweiz bin ich in die Ostschweiz verreist, wo die meisten von Mursi seinen Verwandten daheim sind. Es war ein trüber Novembertag und es hat gestrubelt, als ich auf der Autobahn Richtung St. Gallen gefahren bin. Und wie schon so manchmal bevor, habe ich im Fressbalken zwirrenlos ein Kaffeestöppli eingelegt und während der Weiterfahrt hat es zu schnell angefangen aufzutun. Zusammen mit dem Nathalie, unserem Kiwi-Grosskind, das in Lausanne nicht erlebt und am Abend vorher auch ist auf die Geiss raufgekommen, sind wir vor dem Mittag auf die Schwägalp raufgefahren. Währenddem, dass es durch die Nacht im Ungerland nicht geregnet hat, ist dort oben etwa 15 cm Neuschnee gefallen und hat die ganze Landschaft verzaubert. Gut 10 andere Familienmitglieder haben wir erwartet und nach und nach sind sie alle vor dem Hotel erschienen und zur Zeit der gewesen. Wir sind dort auf etwa 1300 Meter über dem Meer und es war recht kühl gewesen an diesem Sonntagmorgen. Als Erster ist der Lorenz Binkert aus dem Zürichbiet eingetroffen und gleich daraufhin sind auch die anderen angefahren. Imposant, das neue Sporthotel, das so sehr beliebt ist. Und hier kommt gerade noch die berühmte Santisbahn, wo wir uns nie nehmen lassen, um mindestens einmal pro Ferien dort hoch zu gondeln. Nach der Begrüßung haben wir beschlossen, ein ruhiges Plätzchen zu finden. Und man muss seine Asche nach ihrem letzten Wunsch zu verstreuen. Wegen der Nathalie, die leider kein Deutsch versteht, hatte ich zuerst eine kleine Ansprache auf Englisch gehabt, bevor wir uns nachher alle auf Schweizerdeutsch unterhalten haben. Wir haben uns doch übersetzt, was wichtig ist, gesehen zu besprechen. Daraufhin habe ich einen kurzen Abruf gehalten, der mich selber sehr bewegt hat und ich fast nicht über die Lippen bringen konnte. Ich habe mich oben verstreuen. Also in diesem Gebiet, im Francis-Massiv. Sie hat nicht gesagt, hier oben. Und einen Teil haben wir in einer genau gleichen Dose, in einer Urne. Und den tun wir im Sommer, weil es warm ist, gehen wir im Meer ein Picknick haben. Ich denke, es ist mehr passend, wenn ihr alle mal die Gelegenheit am Computer oder eurem Elektrogerät, was auch ist, hey, das Lied von Polo Hofer zu hören. Blumen. Das sagt euch alles. Mehr sage ich nicht, ich auch nicht. So, wo tun wir das streuen? Woher? Da. Hinter dem Baum. Darauf habe ich hier die Urne aufgemacht und habe die letzten Überreste hinter einer grossen Tanne verstreut. Nachher sind wir langsam und in Gedanken versunken einem Restaurant zugesteuert, wo wir ein sehr feines Essen haben aufgestellt bekommen. Es ist ein schöner, besinnlicher Nachmittag geworden, bevor wir alle auseinandergegangen und heim zugezogen sind. Hallo Christa. Ja, so geht es im Leben. Nach über 60 Jahren Gemeinsamkeit vermisse ich mein Ursi sehr und es vergeht kein Tag, ohne dass ich an ihn denken muss. Auf Wiedersehen, mein Lieber.